Und irgendwann hat es halt geheißen, ja, die Jungs müssen jetzt zum Training. Ja, als einziges Mädel stand ich dann da und eine Mama hat damals gemeint, warum fahrst du nicht einfach mit? Und wenn es der Tag probierst, dann auf. Und jetzt setzt sich zu mir auf die Parkbank. Ja, lang bin ich nicht auf der Parkbank gesessen. Nach der Trainingseinheit stand ich mit dem Anmeldezettel da, ging zu Mama hin und sag, unterschreib, damit ich morgen wieder hingehen kann. Es hat mir einfach Spaß gemacht, mit einem Team was zu erreichen. Und ich bin ja erst mit 19 Jahren ins Tor gegangen. Vorhin war ich so ein bisschen der Allrounder, würde ich jetzt mal sagen. Und die wirkliche Frage, ob ich Profifußballerin werde, habe ich mir erst dann gestellt, wo ich ins Nationale Zentrum für Frauenfußball gekommen bin. Und dann habe ich irgendwie die Chance gewittert und habe mir gedacht,